Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter 3D World oder so irgendwas. Wie ist das Spiel? Schon so lang her. Wie hieß das Spiel? Gute Frage. Super Monster World 64? Keine Ahnung. Nee, das war der Vorgänger, glaube ich. Ah, ne? Stimmt. Monster Hunter Luigi's Mansion? Ja, so in etwa, ne? Okay, egal. Nimm mal die Quest an. Brauchst nicht winken. Das war nicht winken, das war jubeln. Okay. Brauchst nicht jubeln. Essen. Ah. Hunger. Hat denn wenigstens der Typ was zu essen für mich? Nope. Leider nicht. Yum. Heute gehen wir auf Duramboros Jagd. Mit unserer Low-Rank-Waffe. Außer deinem Kaido-Schwert, was verdammt cool aussieht, aber trotzdem immer noch Low-Rank ist. Das ist Low-Rank. Das kann man offline machen, ohne High-Rank. Ja. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich. Jedenfalls ist es Raritätsstufe 4 und das heißt, es könnte sein, dass es High-Rank ist, könnte aber auch genauso gut sein, dass es Low-Rank ist. Ah, ich habe was vergessen. Was? Ganz wichtig. Sorry. Einen wichtigen Skill, da muss ich hoffen, dass diese Waffe einen Slot hat. Hat sie einen Slot? Nein, hat sie nicht. Das heißt, ich nehme eine andere Waffe. ich will den Skill Ausdauer Erholung hoch. Der ist richtig cool. Ja, das ist immer praktisch. Lasst unsere Zuschauer doch nicht so lange warten. Beeilung. Ach Mann, die Ajakus-Klinge, die muss ich mal verbessern, die ist schwächer. Aber ja, nee, will ich überhaupt gegen Duramboros mit dem Dings kämpfen? Mit Schwert und Schild oder Großschwert, was soll ich nehmen? Das, was du willst. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, entscheide dann du. Dann nimm Schwert und Schild. Okay. Muss ich ja immer für dich die Entscheidungen treffen. Ja klar. Dafür treffe ich für dich die Entscheidung. Okay. Außer wenn du gerade für mich die Entscheidung triffst, natürlich, ne? Oh je. Das kann nichts Gutes werden. Ja, klar. No risk, no fun. Ja. Würde ich mal so sagen. Es sind wie die beide, bei denen einer vorausläuft und der andere hinterherläuft und keiner hat eine Ahnung, wohin es geht. Jeder läuft dem anderen hinterher. Genau. Endet meistens damit, dass sie im Kreis laufen. Ja, oder irgendwo komplett geil rauskommen, keine Ahnung. Ich werde angeschrieben. Du bist abgelenkt. Ja. Wir haben Vorräte. Juhu. Ja, stimmt, ich vergaß. Easy Mode. Ja, wir haben auch nicht die hammerharten Waffen. Also. Ja, stimmt aber da. Aber es sollte besser laufen als letztes Mal. Bisschen. Ja, Duramboros. Mag ich mal. Moment. Das geht für mich gerade richtig. So. Alles besser. Kennst du eigentlich hier Twitch Plays Pokémon? Nee. Ein Streamer. Muss mal suchen. Die haben jetzt mittlerweile Rot schon durchgespielt. Richtig krass. Das ist, da hatte einer die Idee, einfach, ja, er lässt Pokémon auf und dann die Kommandos, die in den Chat eingegeben werden, werden dann ausgeführt. Oh, ach so, deswegen Twitch Plays Pokémon, okay. Und das ist richtig erfolgreich geworden, sodass das bis zu 80.000 oder 100.000 oder so gleichzeitig angeschaut haben, zumindest. Natürlich meistens nicht alle gleichzeitig gespielt. Und mit dem Delay und so von Twitch ist das echt lustig. Der Starter wurde irgendwann aus Versehen freigelassen. Ja. aber, das ist richtig krass, die haben es geschafft, Zapdos zu fangen. Was? Ja. Ja, überhaupt, dass ich es durchgespielt habe, ist ein Wunder. Ja, aber Zapdos gefangen. Ja. Aber den Starter freigelassen aus Versehen. Schrei mich nicht an.
Immerhin habe ich jetzt meine Doppelschwerter. Da kann ich zumindest ein bisschen besser mit umgehen. Wobei das sowieso die Noob-Waffe schlechthin sind, aber gut. Ich sehe übrigens nichts. Der ist groß für meinen Bildschirm. Schon eine ganze Weile her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja. Nee. Das dürfte 2 Wochen gewesen sein. Ungefähr so, ja, es war ja Karneval. Wow. Karneval konnte ich ja nicht. Ja. Weil halt, ne, ich gehe raus aus dem Gebiet, weil ja, wie gesagt, ich ja Besuch hatte. Also ich weiß jetzt genau, 3 Leute können in meiner Wohnung übernachten, also neben mir. allerdings nur, also insgesamt 4 Leute, ne? Allerdings nur, wenn das nur da zum Schlafen ist, man tagsüber woanders ist. Zum Moment ist das viel zu eng. Okay. Ja, das Problem werde ich in meiner... Da ist bei einer Person eigentlich die maximale Kapazität erreicht. Wie viel Zimmerwohnung hast du denn? Ja. Bad, Küche und Zimmer. Oh gut, geht ja. So gesehen 3. Ja, Bad zählt ja nicht. Zählt Küche? Dann 2. Ja, die Küche ist letztendlich so der Flur. Ach so. Der zu meinem Raum führt. Pseudo-Küche. Nö, das ist schon eine richtige. Also ja, was heißt die Pseudo-Küche? Was ist denn eine richtige Küche, deiner Meinung nach? Weißt du nicht, ein eigenes Zimmer für eine Küche? Ja, das ist ja letztendlich der Treffer. Da ist ja auch eine Tür zwischen, allerdings ist die Tür rausgebaut und liegt im Keller. seit dem Vormieter von meinem Vormieter. Weil das einfach so viel sinnvoller ist wahrscheinlich. Angenehmer ist. Autsch! Jo, doch, mit der Low-Rank-Rüstung macht er einem noch ein bisschen was in Damage. Ja. Au. Das war ja aber der Plan gewesen auch. Ja, dass wir irgendwie schon. Ein bisschen ausweichen müssen. Das Blöde ist, dass wir jetzt beide einfach so unregelmäßig nur noch aufnehmen, dass das eigentlich richtig kontraproduktiv ist, weil wir gar nicht mehr ausweichen können. Richtig. Wenn wir regelmäßig spielen würden, dann wäre das ja kein Problem, aber so. Ja. Ach, das wird sich wieder irgendwann normalisieren, sobald ich umgezogen bin und ja. Ich irgendwann wieder Internet hab. Oh. Ah, du hast ja ihn markiert. Ein weiser Voraus nicht. Ah, ich habe eine Blitzbombe. Stimmt, habe ich auch noch. Mach du dann als Erste dann. Naja. Bam, bam, badam. Ich überlege mir auch dann in der Zeit, wo ich vermutlich kein Internet habe, werde nur 2 Folgen pro Tag rauszubringen. Sehr low. Ja, ich weiß. Du Weichei. Ich muss aber wieder Blade and Souls weiterzocken. Ich weiß gar nicht, hast du das Video gesehen, wo ich gemacht habe? Du hast doch 3, glaube ich, gemacht sogar, ne? Ja, ja. Ich habe mir so ein bisschen durchgeguckt. Also das MMO hat definitiv Potenzial, wenn es irgendwann mal in Englisch rauskommen sollte. Oder in Deutsch. Oder du Koreanisch verstehst oder Chinesisch. Das Verstehen ist ja nicht mal das Problem. Ich meine, die Story ist sicherlich gut. Die Zwischensequenzen sind gut, aber der Ping ist vor allem das Problem. Aber ich habe irgendwas gehört von wegen, dass es Ende des Jahres in Russland rauskommen soll. Das wäre dann schon mal ein bisschen einfacher. Ich bin in die falsche Richtung gerollt. In Japan? Ich habe immerhin schon mal die richtige Rollentaste gedrückt, ja? Immerhin. Ja, vorhin habe ich schon mich schon mindestens einmal in diesem Kampf verklickt. Wenn es in Japan rauskommt, Mitte des Jahres, dann kann ich zumindest die einfachen Ja-Nein
Texte lese. Ja, man kann sich auch relativ schnell merken, was Ja und Nein ist. Ja, bei Schriftzeichen ist es manchmal ein bisschen schwerer, aber ja, eigentlich schon. Was habe ich denn hier? Eine Tatzendruckmarke. Wow. Ich würde mal gerne noch abbauen. Achtung, er fliegt. Schup. Na. Hau drauf. Gib mir eins auf die Rübe. Ich benutze überhaupt keinen. Aua. Das ist scheiße, wenn er da so direkt springt. Das mag ich nicht. Weil er einen dann so unerwartet trifft. Ja. Ich habe noch nicht so oft gegen Duromos bekommen, dass ich wüsste, dass er das kann. Und dann vergesse ich das. Ich habe mich ja schon zweimal damit getroffen. Also vorhin hat er mich getroffen, das wusste ich überhaupt. Ich habe total vergessen, dass er das kann. Und jetzt gerade eben hatte ich schon wieder vergessen, dass er das ja kann. Damit. Ich wollte schön unter ihn springen, damit ich ihn angreifen kann, während er hier dreht. Oh. Okay, es war knapp. Einmal draufhauen. Was sollte... Das läuft eigentlich, glaube ich, ganz gut. Noch ist niemand gestorben. Nee, was war der magische Satz? Noch bin ich nicht gestorben. Oder irgendwie so. Noch bin ich nicht gestorben. Ja. Ja, aber ich hatte halt immer die besseren Rüstungen auch, in der Regel. Ja. Schon. Das heißt, du lässt weniger Treffer aus. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt zum Ausweichen. Stattdessen habe ich einen Schlag gemacht. Auch nicht schlecht. Er verbuddelt sich wieder. Yay. Ich habe die Blitzbombe nicht verwendet. Ich auch nicht. Ich werde meine jetzt gleich verwenden. Wir sind schlaue Jäger. Aber verpisslich. Dammit. Ich hab meine. Hab ich die überhaupt. Ach, dammit. No! Ich hab Fassbombe groß hergestellt, aber sie nie ins Inventar gemacht. Tja, ich hab mir einen Haufen davon mal gekauft. Nehmen die auch nie mit. Okay. Allerdings bringt Blitzbomber bei dem, glaube ich, nicht mal so arg viel, weil er trotzdem dreht. Und dann trifft er eh jeden. Drehen machen die sowieso immer. Ah. Das ist so die... Ach, dieses Drehen sogar, meinst du? Ja. Ja, aber guck mal, jetzt liegt er. Ah. Ich dachte, man kann ihn jetzt abbauen. Aber nicht. Nee. Du kannst abbauen, wenn er diesen hohen Sprung macht und dann der Schweif im Boden feststeckt. Ah. Dann kannst du am Schweif abbauen. Ah, okay, ich dachte, es wäre oben drauf. Um Rücken abbauen ist, wenn er liegt, ist bei Zinogre. Ah. Immer diese komplizierten Mechaniken. No. Und Uragan kannst du, glaube ich, auch am Rücken abbauen. Ich habe hier noch ein paar Schlafmesser. Dann setzt mit ihr eigentlich am besten ein. Nicht jetzt, auf jeden Fall. Doch, eigentlich jetzt ist eine gute Gelegenheit. Weil der, wenn der dann einschläft, dann ist er nicht mehr im Rage-Mod, glaube ich, wenn er aufwacht. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Okay. Aber da du die Bombe sowieso vergessen hast, können wir sowieso kein Sleep-Bombing machen. Ich bin hier gerade irgendwie einen gewissen Wasserfall runtergesprungen. Ist egal, sonst hätte er dich jetzt eventuell getroffen. Er hat dich so angegriffen, als wärst. Er hat jedenfalls alles, was vor dem Wasserfall stand, getroffen. Okay, dann wäre ich wahrscheinlich sowieso runtergefallen. Betäubt, ich bin betäubt, das ist nicht gut. Und ich habe die falsche Taste gedrückt, ich wollte ausweichen. Hallo, springst du da? Sehr gut. Gerade fast tot. Fast. Aber nur fast.
Ja, nicht ganz, aber fast. Fast ist okay. Jetzt, ach egal, nee. Ich wollte gerade irgendeinen doofen Wortwitz mit fast der Zeit bringen, aber nee. Ist ja noch fast Zeit, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber zum Glück habe ich es nicht getan und du hast auch nichts dazu gesagt. Also ist mein Ja, aber fast, okay. Ne? Fast. Oh Gott. Eine von unserer Nachbarstädte hat im Moment, oder hat einen Tunnel eigentlich zur Umgehung und der ist im Moment gesperrt. Das heißt, der ganze Verkehr geht mitten durch die Stadt durch. Und das bedeutet eigentlich so ziemlich konstanter Stau, wenn mal viel los ist. Und ich habe so derbe viele Wortwitze angebracht mit Stau. Das ist so, Einmal war es witzig, das erste Plakat, wo man gesehen hat, und dann war es nur noch, what the fuck. Irgendwie, man kommt nicht mehr aus dem Stau nennen in Name der Stadt. Das ist so total bescheuertes Zeug. Tja. Aber. Ja, es kann, ne? Denk dran, deine Blitzbombe gleich einzusetzen. Ja. Aber erwarte, bis ich da bin. Mein Schlafbombe hat nichts gebracht. Oh. Hast du zu lange gedauert zwischen den Treffen oder hast du zu viele daneben geschossen? Ich habe alle getroffen. Aber ja, zu lang Dauer. Ja. Ich hasse die Reichweite von dem. Nee. Ach, sehr gut. Tag ihn. Mal schauen, ob man merke, nach so langer Zeit noch... Falsche Taste gedrückt. ...wann er beschädigt ist. Oh, der wird schneller gehen als der Rathalos. Au. Weil wir den viel öfter angreifen. Ja. Immerhin. Haben wir den eigentlich schon mal vergiftet gehabt jetzt? Nein. Dammit. Das heißt, ich hau zu wenig drauf. Nein. Ah! Ja, schäm dich. Das war übrigens eine sehr schlaue Blitzbombe. Ja. Die hatte sehr viel Wirkung. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. In der Tat, da kann ich dir nur beipflichten. Aua, zum Glück habe mir ja auch nichts gesehen. Das heißt, niemand hat nicht gesehen, dass ich den nicht getroffen habe. Ich habe keine Ahnung, ob die doppelte Verneinung stimmt. Komm her. Ich bin ja auch mal gespannt auf Monster Hunter 4. Also ich habe, da kannst du ja schon Videos anschauen, ne? Ja, aber ich schaue mir da keine japanische an oder so. Also nur mal kurz reingeschaut halt. Ich möchte mich da nicht spoilern. Aber jetzt könntest du am Schweif abbauen. Doch. Nein, finde ich nicht. Au. Bin zu langsam. Wenn du nicht zu langsam wärst, ne? Ich habe ja gesagt, könntest du abbauen, ne? Wenn du nicht zu langsam wärst. Aber du bist ja zu langsam, also. Ne? What did you expect? Wann kommt die nächste Ni no Kuni-Folge? 10. März, wenn alles klappt. So wie angekündigt. Im März? 10. März, ja. Ach, 10. März. Okay. Ja. Nicht mehr lang. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich wollte mit L drücken, um permanent Block aktiviert zu halten, ne? Aber ich habe nicht mehr aufgefallen, ich habe noch nicht mal meine Waffe gezogen. Oh. Geschweige denn, dass L die Block-Taste in diesem Spiel ist. Anders als in einem gewissen anderen Spiel, wo man außerdem die Waffe nicht irgendwie so weg, also zwar auch so wegschenken kann, aber es in der Regel nicht tut. Und dann, weil man nämlich auch sogar mit gehobenem Schild noch rennen kann. Oh, mehr wird Hörner zerstört, super. Destroy all Hörner. Hörnens. Kennst du das Spiel Destroy all humans? Ja. Das war eigentlich ganz gut, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht, ich hab's nie gespielt. Ich hab's auch nicht gespielt. Aber ich hab irgendwie mal gehört, dass es. Das war doch. Das hab ich für Wii? Nee, es war für PlayStation 2 und PC. Das ist schon richtig alt. Okay, dann kann es sein, dass ich es gerade verwechsel. Auf jeden Fall. Bei nee, das war das. Dann habe ich nur die Konsole verwechselt. Aua. Vielen Dank. Sorry. Ich habe aber gar nicht nach vorne gedrückt.
Oh, meine Waffenstärke ist gesummelt. Das habe ich schon mehrfach geschärft jetzt. Jetzt ist er vergiftet übrigens auch. Ah, super, dann. Habe ich dich gerade schon wieder durch die Gegend geschleudert? Bisschen, ja. Wenn der gleich wieder das Gebiet verlassen hat, musst du mal gerade bleiben. Ich will was ausprobieren. Ob ein bestimmter Angriff nämlich auch schleudert. Okay. Da muss ich nämlich in Zukunft aufpassen, wenn ich das Schwert benutze. Wenn ich diesen Angriff benutze. Ich denke vor allem dein Ansprung-Ding schleudert. Da. Ansprung-Ding? Ja. Ich glaube, das war dein AX. Ja, das Ansprung-Ding ist mein AX. Ja, ich glaube, das schleudert einen weg. Aber das sollte eh nicht mehr arg viel aushalten. Dreh dich. Jetzt laufe ich extra weit weg. Sag mir, wenn er gesprungen ist. schon längst. Was meinst du? Achso, ja, dann haben wir war ich zu langsam. Der ist nicht richtig gesprungen, der ist umgeflogen. Ja, das meine ich ja. Springen und gleich umfliegen. Wie viel macht Gift nochmal, prozentual? Bei dem Unterschied hängt vom Monster ab. Also. In der Regel, also der Uragan zum Beispiel ist sehr, sehr schwach gegen Gift. Der ist, glaube ich, das anfälligste Monster. Oder allgemein die Kampfwyvern sind sehr anfällig. Okay. Weil ich weiß. Und der hier, das hier ist ja ein Kampfwyvern. Das heißt, hey, ich hab geblockt! Nice! Au. Mein letzter Megatrank hier verbrauche. Ich hab noch einen. Ich muss mal einen Steak essen. Ja, es ist definitiv ein Game, bei dem man aus Übung kommen kann. Oh ja! Das war sowas von. Wo fliegst du jetzt hin? Da fliegst du hin. Kriegst auch gleich in die Fresse. Bleibt viel zu lang liegen. Ne, naja, viel zu kurz. Der könnte ruhig noch ein bisschen länger liegen bleiben. Oh. Sollen wir anfangen? Ja, oder? Können wir machen. Naja, töten. Töten. Okay, die befriedigen, ne? Ey, gut, man braucht eh keine Dinger. Das ist eigentlich nur Verschwendung von Falle. Richtig. Dann gehen wir mal in Gebiet 1. Guck, wir haben das Krieg kommt auch in einer Folge anders als der Rathalos. Da haben wir bei Rathalos haben wir irgendwie wie viel gebraucht? 25, 30 Minuten? Irgendwie so. Du weißt schon, dass wir jetzt bei 25 Minuten sind? Nein, wir sind jetzt gerade, wir haben gerade mal 15 Minuten. Also wir haben jetzt gerade im Moment 20 Minuten. Eigentlicher Kampf. Der Kampf ist gerade 20 Minuten. Okay, gerade von 15 auf 20 umgesprungen. Also das heißt, wir haben gerade 20 erreicht. Mit der Einleitung zusammen haben wir 25. Egal, sollte ich noch in eine Episode packen. Aua. Ja, die Einleitung haben wir ja auch relativ früh gemacht. Ja. Sind wir, oder die Aufnahme hast du schon ein paar, irgendwie zwei Minuten so gestartet, ehe wir angefangen haben erst. Stimmt auch wieder. Come on. Go down. Der zieht mich mit dem Schweif mit. Sehr praktisch. So, aber bleib mal bitte gerade stehen. Ja. So. Der zweite Hieb von der Combo. Moment. Nee, der erste. Oder generell kannst alles? Kannst du mal gerade rauslaufen und in den dritten Schlag dieser Combo reinlaufen. In diesen Schlag. Okay, warte. Oder stell dich mal ein Stückchen weiter weg von mir. Das war zu weit. So. Ja, der auch. Na, und jetzt, ja, aber nicht so weit wie vorhin. Moment. Was? Stillhalten. Kann ich, der auch. Ja, aber das waren nicht die. Dann bin ich aus Versehen doch wohl auf den hier gekommen anscheinend. Ah, okay, das kann auch sein, ja. Denn der hier, ne, lass dich mal von dem zweiten hier treffen.
Wie du. Nein, vom zweiten, nicht vom ersten. Du bist auf mich drauf gelaufen. Oder Moment, oder macht die hier kommen? Die kommen hier was? Das ist schwer. Nö, nein, nur der dritte Schlag ein bisschen. Ja, was. Aber. Ja, guck mal. Du weißt ja vielleicht noch. Der hier. Der schaltet sich ordentlich weit weg. Aber den habe ich eigentlich nicht verwendet. Okay. Ich hatte eigentlich gar nicht mehr mich in irgendeine Richtung gedrückt und dann macht er den eigentlich nicht. Oder ich habe auch in eine Richtung gedrückt und es nicht gemerkt. Dabei habe ich echt darauf geachtet, nicht in eine Richtung zu drücken, weil ich den Schlag nicht machen wollte, weil der kaum Schaden macht und halt meinen andere Leute wegschleudert. Ja. Hättest du jetzt eine Bombe, könnten wir jetzt... Ach nee, er schläft gar nicht. Er ist vergiftet. Achso. Ach, geil, er ist wieder vergiftet gewesen. Schläft er dann nicht ein, wenn er vergiftet ist? Ja, er schläft ein, aber das Gift macht ihm direkt Schaden und er wacht direkt auf. Oh. Ey! Ey! Oh, was hat er geklaut? Schockfalle. Wo ist er denn? Bitte meine Schockfalle wieder. Okay, ich habe meine Schockfalle wieder. Und er ist tot. Oh, yes. Antiklimatisches Ende. Dramatisches Ende. Sogar noch wer gestorben. Ja. Und es war nicht ich. Das kann ich nicht mal mehr ausnehmen. Wahrscheinlich. Nö, das wirst du nicht schaffen. Das ist das weiteste Gebiet, was irgendwie hier in diesem Wald ist. No. Vielleicht schaffst du es noch, um zu sehen, wie die Leichnam verschwindet oder um den Leichnam noch wieder zu sehen. Ja, okay. Ich habe mich vorhin wieder verflucht. Nur diesmal hat es länger angehalten, bis der Fluch gewirkt hat. Ja, hat aber noch gewirkt. Leider schon. Ich war, glaube ich, bewusstlos, bevor Ziel erreicht, da stand der. Ja, sonst wärst du nicht mehr bewusstlos geworden. Ah. Weil du dann ja unverwundbar bist, wie du doch weißt. Stimmt auch wieder. No. Du bist gestorben, dann bin ich zu dem hingelaufen, hab dann einen Sprungangriff auf den gemacht, der hat ihn am Schweif getroffen und das hat ihn getötet. Du Arsch. Egal, ich krieg trotzdem ein paar Materialien. Ja, aber nicht viel. Halb so viel oder so in etwa. Weil wir noch nicht viel verwundet haben. Ja. Weil mit meiner Waffe treffe ich sowieso eigentlich fast nur das Bein und vielleicht mal den Kopf und du genauso. Ja, das stimmt. Ist der Nachteil, wenn du nur kleine Schwertchen verwendest. Ne? Ein Großschwert oder so, kein Problem, einen Schweif kaputt zu machen. Okay, den kriegt man eigentlich bei dem noch relativ leicht getroffen hiermit, aber weil der immer sehr weit unten hängt. Ja. Ja, dann. Würde ich sagen, war es das für diese Episode. Falls euch gefallen hat, wie immer liken und abonnieren und so. Und kommentieren und. Und favorisieren und liken und teilen. Und die später ansehen Playlists hinzufügen. Genau. Und in jede andere eurer Playlists, ja. Genau. Falls du zum Beispiel eine Musikplaylist hast, packt's rein. Ne? Erzählt's eurer Mutter, eurem Vater, euren Freunden, eurem ungeborenen Kind. Ja, ciao. Tschüss.